Meine Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir freuen uns über die sinkenden Infektionszahlen. Gleichzeitig machen uns die Mutationen Sorge. Der Lockdown wurde auch aktuell verlängert und es gelten natürlich nach wie vor die Regelungen. So gilt eine Maskenpflicht beim Einkaufen und auch im ÖPNV. Generell natürlich ist es ohnehin sinnvoll, Maske zu tragen, Abstand zu halten. Wir wissen, dass Masken beschaffen auch eine finanzielle Herausforderung darstellen kann für Menschen, die sozial schwächer sind. Ja, und diesen Menschen wollen wir natürlich helfen. Es gibt natürlich entsprechende Angebote in der Sozialhilfe, aber gerade für die Schwellenhaushalte, da gibt es ein Problem. Und diesen Menschen wollen wir helfen. Ja, wir wollen sie unterstützen. So unterstützen wir zum Beispiel den Sindelfinger Tafelladen, indem wir Masken zur Verfügung stellen. Wir unterstützen auch das Café Volle Kanne. Und ganz aktuell haben wir die Berechtigungskarteninhaber der Stadt Sindelfingen im Blick. Das sind rund 900 Personen und denen stellen wir zur Verfügung FFP2-Masken für jeden Wochentag. Eine, dass die getrocknet werden können, dass die gewechselt werden können. Es gibt auch eine entsprechende Information dazu, wie man die verwendet. Und hinter mir im Hintergrund sehen Sie die fleißigen Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Haus, aus dem Amt für Soziale Dienste, die gerade diese Päckchen für die Berechtigungskarteninhaber zusammenstellen und packen. Danke an die Kolleginnen und Kollegen, die das alles organisieren und auf den Weg bringen. Wir wollen Sie, meine Damen und Herren, da wo Bedarf ist, einfach unterstützen. Bleiben Sie gesund. Herzlichst, Ihr Bernd Föhringer.